Das ist ein schönes Gebet von einer Japanerin, Chihiro Chu, in Grazli. Und das ist so schön elegant, finde ich, und da passen diese Color einfach schön dazu. Wer mich schon länger kennt, weiß auch, ich mag ja auch alles Kind. Und bis er kennt es auch drin, ja. Das Einzige, was ich da noch zeigen möchte. Breitet sich schon Panik aus? Ich möchte euch gerade mal ganz anders zeigen, ja? Und ihr kennt es. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert, ja? Das werden wir alles sehen dann. Jetzt muss ich nicht etwas gebunden werden. Ne? Ja.
ich möchte auch zeigen, dass jetzt diese, nein, das lass liegen, dass es nichts verloren ist, was ich jetzt abgeschnitten habe. Ja. Weil das ist ja dann immer die Angst. Das werden wir halt irgendwie verwenden. Ne? Sehen zu lernen. Und wenn man das Material, wenn man das Schleiergrad so vor sich hat, typisch im Blumengeschäft, schaut man nie auf diese schönen Stiele eigentlich. Ja? Also für mich schön. Die Blüten kennt man eh. Ja, jetzt bräuchte ich dann den Bandus. Und das immer wieder, die Elisabeth, die Ingrid und alle sagen, Bandusspalten muss sein, heute mache ich noch was Kleines, dass zumindest gesehen wird. Dieses letzte Schmolz ist eigentlich nur Resteverwertung. Der Bambus ist überblieben von der Residenz, beim Kaisergeburtstag, wo er arrangiert hat am Mittwoch. Der Schleiergrad ist überblieben von dem Arrangement. Ja, ganz einfach, oder?